Jeder einzelne von uns ist abhängig vom Strom. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Eigentlich ein Leben lang. Und dabei geht es nicht nur um so elementare Dinge wie Heizen, Kochen, Kühlen, die Wasserversorgung oder Kommunikation. Wir brauchen den Strom aus der Steckdose auch, um zum Beispiel alle Annehmlichkeiten am Smartphone zu nutzen, um zu bezahlen, um Termine zu buchen, um unseren Tagesablauf zu strukturieren, um produktiv zu sein. Ein Leben ohne Strom? Unvorstellbar. Kurz ein paar Gedanken, um sich die Komplexität der Stromversorgung vorzustellen. Die 220 und 380 kV-Leitungen sind die Stromautobahnen in Österreich und führen durch ganz Europa. Die Länder sichern sich gegenseitig bei Stromknappheit ab. Fällt eine Stromleitung irgendwo in Europa aus, so fließt der Strom dann einfach über eine andere Leitung und das bis zur Belastungsgrenze. Dann fällt auch diese Leitung aus, danach die nächste. Binnen Sekunden kann so das gesamte europäische Stromnetz zusammenbrechen. Da sind wir in Österreich, in den Bundesländern und den Gemeinden nur mehr Passagier und längst nicht Kapitän auf diesem Dampfer. Experten sind der Meinung, die Frage ist nicht, ob ein Blackout in Europa eintritt, sondern nur, wann es kommt. Wir müssen vorbereitet sein, wir helfen mit Informationen, müssen klar kommunizieren, wer wofür zuständig ist. Die Gemeinden mit ihren Blackout-Plänen, die Einsatzorganisationen mit ihren Vorsorgen und jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin mit Verhaltensmaßnahmen, zum Beispiel mit einer Handlampe vom Zivilschutzverband. Alle können und müssen dazu beitragen, dass wir ein Blackout gut überstehen. Die Klima- und Energiemodellregion GU Süd unternimmt viel, um im Falle eines Blackouts die Notversorgung der Bevölkerung zu ermöglichen. Wir als Bevölkerung sind allerdings auch aufgerufen, uns vorzubereiten. Das heißt zum Beispiel durch Einlagerung von Vorräten für mindestens 2 Wochen. Denn eines ist klar, wir können es nur gemeinsam schaffen. Durch den Ausfall fast aller technischer Kommunikationsmöglichkeiten wird rasch Unsicherheit entstehen. Die eigenen Angehörigen können nicht verständigt werden. Ohne Strom bleiben Haus und Küche kalt, die Lebensmittelkühlung fällt aus. Einkaufen und Lebensmittelgrundversorgung sind ohne elektronische Zahlungsmittel nicht mehr möglich. Und dazu kommt noch die bange Frage, wann der Strom wieder durch die Leitungen pulsiert. Diese Verunsicherung kann durch gute Vorbereitung und Vorsorge deutlich reduziert werden. Wer ist im Fall eines Blackouts wofür zuständig und verantwortlich und wofür nicht? Ja, und wo liegt die Eigenverantwortung jedes Einzelnen? Im Jahr 2019 wurden seitens der Gemeinde Hartberg Graz eine Studie beauftragt, um im Anlassfall für Blackout gewappnet zu sein. Unabhängig von dieser Studie sind unsere Feuerwehrhäuser im Bezirk Graz-Umgebung, besonders das Feuerwehrhaus hier in Hartberg Graz, mit einem Notstromaggregat ausgestattet. Das heißt, wir sind stromautark und können im Anlassfall selbstverständlich das Feuerwehrhaus weiterhin betreiben. Natürlich wichtig ist Vorkehrungen. Vorkehrung insofern die Katastrophenschutzalarmpläne seitens der Gemeinde. Wichtig ist es auch, dass unser örtlicher Einsatzleiter der Bürgermeister ist und wir ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. Neben den Aufgaben, die jede einzelne Bürgerin, jeder Bürger übernehmen müssen, sind die Gemeinden für wesentliche Infrastrukturmaßnahmen verantwortlich. Als Bürgermeister bin ich im Krisenfall der Einsatzleiter und damit dafür verantwortlich, alle Hilfsleistungen zu koordinieren. Wir als Gemeinde haben vorgesorgt, um eben genau dann auch richtig handeln zu können. Die zuständigen Stellen sind informiert und die Versorgung, die Notversorgung, die im Falle eines Blackouts zum Beispiel eben erforderlich ist, kann aufrechterhalten werden. Dafür sorgen wir. Aber wir können nicht alles machen. Ohne eure Hilfe wird es nicht gelingen, tatsächlich im Blackout-Fall die Krise überstehen zu können. Ihr selbst müsst vorsorgen. Was ihr heute schon tun könnt, ist, schaut euch um, denkt an eure Nachbarn. Gemeinsam in einer Krise ist man immer stärker. Und es macht keinen Sinn, erst in der Krise damit zu beginnen, sondern fangt heute damit an, aneinander zu denken und einander zu unterstützen. Daraus ergeben sich ganz klare Aufgaben für jede Bewohnerin und jeden Bewohner unserer Gemeinde.
schaffen Sie Lebensmittel- und Trinkwasservorräte für 2 Wochen. Genauso lange sollten Sie auch mit Ihren Medikamenten auskommen. Frischen Sie so bald wie möglich Ihre Erste-Hilfe-Kurse auf, um kleine Verletzungen sofort zu versorgen bzw. auch Nachbarschaftshilfe zu leisten. Schaffen Sie eine Notheiz- und Notkochmöglichkeit. Eine Notstromversorgung kann zum Beispiel schon Heizungspumpen und Kühlgeräte betreiben. Ein Camping-Gaskocher um wenige Euro versorgt Sie zum Beispiel mit warmen Speisen. Kommunizieren Sie mit Ihren Nachbarn. Bieten Sie Hilfe an und fragen Sie bei Bedarf um Unterstützung. In dieser Situation ist Nachbarschaftshilfe essentiell. Und bereiten Sie das Wiederhochfahren des Stromnetzes vor, indem Sie alle Geräte, die nicht dringend notwendig sind, abschalten, um die Lastspitze und damit den erneuten Zusammenbruch des Netzes zu verhindern. Also, helfen Sie mit, damit wir alle gemeinsam ein Blackout gut überstehen.